das fängt an zu glühen, wenn da einen gewissen Widerstandswert erreicht hat. Da heizt natürlich auch seine Werkstatt mit einer Standheizung. Nein! Der geilste Aspekt ist halt einfach zu wissen, ich habe ein Backup. Ich habe die auch schon ein paar Tage getestet. Und so viel schon mal vorweg, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, dass ich nicht so eine schöne Kamera wie du. Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Damen und Herren. Ja, in dem heutigen Video geht es darum, dass der Dacia eine zweite Standheizung bekommt. Ja, habt richtig gehört, eine zweite Standheizung. Und was es damit auf sich hat, das werdet ihr gleich sehen. Ja, liebe Leute, einige werden den Ort noch kennen hier. Hallo. Das ist der Frank von der Firma Autotronic. Guten Morgen. Heißt du eigentlich Autotronic oder Autronic? Autotronic. Autotronic. Mit C. Genau. Autotronic. Nicht mit Sputnik. Bin jetzt hier zum dritten Mal eine Standheizung einbauen. Ja, immer sehr zufrieden gewesen. Frank ist halt noch der Mann, der sich Mühe gibt. Ne? Wo andere Firmen sagen, kennen wir nicht, wollen wir nicht, geht nicht. Gibt Frank sich Mühe und baut die Heizung ein. Deswegen sind wir heute wieder hier. Ich habe ja schon eine Standheizung in meinem Auto. Da werden sich einige fragen, warum noch eine. Das erkläre ich später nochmal. Aber es wird natürlich keine Luftheizung, sondern es wird eine Wasserheizung, Frank, ne? Ja, genau, eine Wasserheizung. Ja, das haben wir hier alles schon schön sortiert auf dem Boden liegen. Willst du vielleicht was dazu sagen? Oder soll ich das machen? Ja, ich kann da was dazu sagen, ne? Das machen wir jetzt gleich mal, oder? Ja. Siehst du, Frank hat heute ordentliche Schuhe an. Ne? Ich ja, habe wieder ordentliche Arbeitsschuhe an. Das Frank geht gar nicht. Aber heute stelle ich sie voll in Schatten. Das sind doch auch Klumpfüße. Also, nee, das sind Artschuhe. Das sind schön dicke Sohle. Ah. Ne? Die gehen bis... Da frierst du nicht an den Rädern, ne? Nee, bis 100.000 Volt, ne? E-Mobility, ne? Muss man sich absichern, schön am Boden. Machst du hier schon was mit E-Mobilität, ja? Nee, noch nicht. Warte, aber komm, in Zukunft wirst du Wärmepumpen einbauen und keine Standheizung. Gottes Willen, nee. Ich halte nicht so viel davon. Die Wasserheizungen im Pkw-Bereich, die bestehen in der Größe von 4 bis 5 kW. Hier haben wir ein Modell von Webasto wieder. Gibt natürlich auch Eberspecher-Heizungen, die genauso gut sind wie die Webasto-Standheizung. Aber wir sind halt für Basto-lastisch und bauen meistens für Basto ein. Die Heizung wurde uns vom Standheizungsshop, das müsste die Firma Dürfelt gewesen die sein. Die Firma Dürfelt in Zwickau, ein Partner von uns. Genau, da wurde die uns zur Verfügung gestellt. Ja. Da habe ich damals schon den Warmluftschalldämpfer bestellt. Der ist sehr, sehr gut. Also schaut da mal vorbei bei der Firma. Und die sind echt, echt gut. Haben einen wunderbaren Shop, gute Preise und schöne Produkte. Ja, genau. Die sind recht innovativ und ja, lassen sich immer auch was einfallen. Als Firma haben ein bisschen andere Möglichkeiten wie mir, Zugang zur Industrie, in Kleinserienfertigung und solchen Sachen wie die Kisten für die Luftheizung oder so machen die auch. Also nette Leute. No. Was macht denn die Wasserheizung eigentlich, Frank? Erklär das mal grob in drei Worten, was die Wasserheizung ist, wozu die gut ist und warum man die überhaupt in Autos reinbaut. Ja, Wasserheizung, die ist eigentlich für einen täglichen Bedarf da, die Wasserheizung. Wenn man früh im Prinzip ins Auto einsteigen will, zur Arbeit fährt und abends wieder nach Hause, nicht so für Campingzwecke. Warum? Die Wasserheizung, die Luftheizung, die wir mal einbauen, die haben 2 Kilowatt, also 2000 Watt Heizleistung, erwärmen ja nur die Luft, es kommt in den Innenraum rein. Die Wasserheizung macht den Innenraum warm, aber was sie zusätzlich macht, die macht den Motor warm. Die erhitzt den kleinen Kühlkreislauf und die Wärme kommt über das originale Heizungs-Lüftungssystem ins Fahrzeug rein. Also wir haben einen warmen Motor und dann auch einen warmen Innenraum bzw. eine abgetaute Scheibe. Genau so ist das. Also es gibt einen großen Kreislauf im Motor zur Kühlung, klar, des Motors, des Verbrennungsmotors, und es gibt einen kleinen Kreislauf. Und der kleine Kreislauf bedient einen Wärmetauscher und das bedient das Gerät. Wenn man so eine Heizung einbaut, ist eigentlich im Prinzip der Gewinner, dass der Motor mit warm wird. Warum? Weil man sagt, ein Kaltstart ist ungefähr so wie 100 Kilometer fahren. Also der Motor hält länger, die Schadstoffemissionen werden geringer. Und da wir ja bei mir schon eine Standheizung drin haben, brauchen wir theoretisch nicht nochmal einen Tank rein. Ne? Wir können eigentlich theoretisch den Tankentnehmer nutzen, der schon da ist, oder? Das geht. Das machen wir auch bei T5-Modellen. Da kann man schön so ein Y-Stück einsetzen. Also man kann die Leitung, die Saugleitung anzapfen. Also nicht hinter der Pumpe, vor der Pumpe. Kann die Saugleitung anzapfen. Und dann kann man die Heizung damit versorgen. Ne? Dann haben wir uns hier noch so ein schönes... Was ist das hier? Webasto Thermo Connect? Ja, das ist eigentlich ein ganz alter Schuh, eine HTM, das ist nicht der neueste Schrei. Aber cool. Aber cool, ne? Die HTM ist im Prinzip eine Funkfernbedienung mit Rückmeldung und hat integriert einen Timer drin, eine Uhr. HTM heißt Heiz,
Heizzeitmanagementsystem, toller Name. Also einfach erklärt, man kann die Uhrzeit programmieren, die Heizung anmachen. Die Heizzeit programmieren kann man, aber man programmiert bei diesem Gerät die Abfahrzeit. Und was ich richtig cool an den Dingern finde, ist, auch wenn es oldschool ist, ich brauche dafür keine SIM-Karte. Das wird zwar überall gehypt, dieses tolle Thermoconnect und so weiter. Ja, da brauchen wir eine SIM-Karte. Aber was ich halt Mist finde, ist, wenn man eine SIM-Karte für braucht und ein Datenvolumen und so weiter. Das funktioniert einfach nur per Funk, selbst wenn alle Handymasten abstürzen. Damit kannst du deine Standheizung im Auto noch starten. Bis auf Luftlinie, also 1-2 Kilometer Luftlinie, glaube ich, maximal. Ne? Ja, ja, na gut. Aber so, ich denke mal so 500 Meter. Gut, wir sind ja hier im Osten, der Wessi, da tut dir mit der Reichweite. Das kannst du doch nicht sagen. Ja, so, bevor uns der Frank jetzt hier an diesem wunderbaren Schaubild erklärt, wie diese Heizung funktioniert, hat er nochmal aus der Ecke von vergangenen Zeiten ein Prospekt ausgegraben, wo er hier noch ein Pioneer-Radio für 2500 D-Mark eingebaut hat. Ne? Sehr cool, so altes Relikt, ne Frank? Ja, schön. Schnäppchen für 2500. Ja, das war damals, das haben die Leute bezahlt. CD in Auto, ne? Das ist Wahnsinn, mit Equalizer. Ne? Ja, wie funktioniert die? Ich erkläre es am besten mit so einem Funktionsablauf, wenn man sie einschaltet, ne? Oder wie man sie einschaltet. Wie gesagt, wir haben hier unten mal dargestellt mit so die Kreisläufe, ne? Mit dem kleinen Kühlwasserkreislauf. Man schaltet die Heizung ein. Das Signal kommt hier unten in der eingebauten Elektronik an. Dann fängt im Brennraum, hier ist so ein Glühstift, ein keramischer Glühstift eingebaut. Das fängt an zu glühen. Wenn der einen gewissen Widerstandswert erreicht hat, fängt an, das hier Pumpe zu füttern. Das ist das Klicken, was man hört, das ist dieses Teil. Ne? Gleichzeitig läuft hier oben so ein Ventilatorrad, so ein Gebläse, was definiert eine Luftmenge hier dazu gibt, ganz langsam. Und dann entzündet sich im Prinzip dieses Kraftstoff-Luftgemisch hier vorne an diesem Glühstift. Und dann haben wir so ähnlich wie bei Bunsenbrenner eine Flamme, die nach hinten, geradlinig nach hinten an so eine Prallwand da hinten dagegen brennt, wird die Flamme umgelenkt und geht raus, unten aus dem Auspuff, Abgasschaltung vor. Und damit wird das Wasser dann quasi erwärmt, ne? Ja, damit wird das Wasser erwärmt. Ja, entsteht natürlich an dieser Wandung eine enorme Hitze. Und was hier blau gekennzeichnet ist, ist eigentlich nur so ein Zentimeterspalt, wo die Kühlflüssigkeit durch diese Wasserpumpe, die gleichzeitig auch mit eingeschaltet wird, ne, wo hier das Kaltwasser reinfließt, das wird im Prinzip durch diese Wandungen durchgedrückt und die Wärme wird dadurch abgegeben und fließt dann hier dieses heiße Wasser raus. Das ist eigentlich das Grundprinzip von so einer Wasserheizung. Und mit dem warmen Wasser, was die Heizung dann erwärmt, wird quasi der Motor erwärmt und der Innenraum erwärmt. Ja, genau so ist das. Ne? Das duckert dann hier so raus, sieht man hier unten vielleicht nochmal kurz drauf halten. Da kommt dann hier das heiße Wasser raus, geht hier in diesen, das ist ein Fahrzeugteil, das ist der Wärmetauscher, der im Fahrzeuginnenraum verbaut ist, ne? Und fließt dann hier durch und hier ist der Lüfter und dann geht es durch die Scheibenöffnung oder durch die Öffnung rein in den Innenraum. Und jetzt fangen wir schon mal an, das ein bisschen einzubauen in den ganzen Spaß, ne? Ja, das machen wir jetzt mal. Das möchten wir heute machen, ja. Genau, also wie gesagt, der Frank unterstützt mich dann quasi hier auch beim Einbau, finde ich klasse, Frank. No? Und dann geht's los. So, schon sind wir bei Frank in der Werkstatt. Und wie sich's gehört für jemanden, der gerne Standheizungen einbaut, der heizt natürlich auch seine Werkstatt mit der Standheizung. Nein, ich heiz nicht. Die habe ich repariert. Der Testlauf sozusagen. Und das ist das hier schön, der Testlauf. So Frank, da ist der Tag schon rum jetzt hier. Ich verpiss mich jetzt und du wirst dann schön den Rest einbauen, wie du bist. Ne? Ja, ja, klar. Und ich kann es am Montag abholen und dann zeige ich euch nochmal alles hier, wie es funktioniert, erkläre es alles oder Frank nochmal, je nachdem wie dann Zeit ist. Deswegen ist der Tag jetzt erstmal hier beendet. Ja, bye bye. Zwei Stunden später. So mein lieber René, hörst du hier was tuckern? Ich war fleißig, ne? Und habe hier schön deine Heizung schon mal so probehalber in Betrieb genommen. Hier rauf zu unten. Ich hoffe nicht, dass ich nicht so eine schöne Kamera habe wie du. Ja. Schauen wir mal, wie wir den Rest hier noch reinkriegen. Also deine Lithiumbatterie, die Stromversorgung, die klappt wunderbar. Wasser hat schon 63 Grad. Heizleistung 100%. Brennstoffpumpe tuckert.
Also das klappt, der ganze Scheiß. Ne? Also schönes Wochenende. Irgendwann später. So, jetzt sind ein paar Tage vergangen. Die Heizung ist mittlerweile eingebaut. Ich habe die auch schon ein paar Tage getestet. Und so viel schon mal vorweg. Ich bin sehr, sehr zufrieden. So, ne? Haubenlüfter im Dacia, das hast du manchmal bei teuren Autos nicht. So, die Heizung ist jetzt quasi hier. Ach, Frank der Schlingel. Ein bisschen Schleichwerbung eingebaut. Ja, Frank hat die Heizung hier eingebaut, hat er sehr, sehr schön gemacht. Die ist hier unten quasi am Schlossträger mit montiert. Man kommt noch schön an die Batterie ran. Und der Vorteil ist, wenn die hier ist und es sind minus 10, minus 20 Grad zum Beispiel und die Heizung läuft, dann gibt die ganz minimal Strahlungswärme an die Batterie ab. Dadurch ist die Kapazität von der Batterie auch wieder höher. Quasi der Motor kann dann deutlich leichter starten. Die Batterie quält sich nicht so. Ist schon mal ein Riesenvorteil. Ansonsten macht die Heizung hier im Prinzip nichts anderes, wie das Kühlwasser zu erwärmen. Die ist quasi im Kühlkreislauf, im kleinen Kühlkreislauf mit eingebunden und fängt quasi an, das Fahrzeug zu beheizen. Wenn ich jetzt hier quasi auf diesen kleinen, süßen, schnuckligen Knopf von dieser süßen, schnuckligen Fernbedienung drücke, dann fängt die Heizung an zu heizen. Zuerst läuft hier quasi eine kleine Wasserpumpe an. Das heißt, das Kühlwasser wird dann schön durch die Pumpe durchgepumpt und eine Flamme entzündet sich in dem Gerät und erwärmt damit das Kühlwasser. Gleichzeitig springt im Innenraum das Gebläse an, das Standardfahrzeuggebläse, und bringt so quasi direkt dann die warme Luft noch mit in den Fahrzeuginnenraum. Die Heizung ist so in den Kreislauf eingebunden, dass das warme Wasser zuerst durch den Wärmetauscher fließt, dann durch diesen hindurch in den Motor rein und dann wird der Motor mit erwärmt. Man hört, die Heizung arbeitet. Dadurch, dass der Motor relativ klein ist, hat die Heizung leichtes Spiel. Die Heizung hat 4 kW, also doppelt so viel wie meine Luftheizung. Und damit ist der Motor bei ungefähr Außentemperaturen von 0 Grad in ca. 15 Minuten ist der Motor auf Betriebstemperatur, das sind bei mir 80 Grad. Und der Innenraum ist dann auch schon mit vorgeheizt. In dieser Zeit hat die Heizung gerade mal 100 Milliliter Wasser verbraucht. Also Wasser. In dieser Zeit hat die Heizung quasi gerade mal 100 Milliliter Diesel verbraucht, das ist nicht viel. Dafür ist dann der Motor warm. Läuft wesentlich verschleißfreier, weil die Kaltstartphase quasi fast komplett wegfällt. Und ich habe schon einen leicht angewärmten Innenraum und abgetaute Scheiben bzw. entfeuchtete Scheiben, falls da Luftfeuchtigkeit dran ist. Finde ich geil. So, dann gehen wir schön rein ins Warme. Ist nämlich ganz schön kalt und dann erkläre ich euch nochmal ein paar Details dazu. Was wir neben der herrlichen Fernbedienung, die ich euch gleich nochmal genauer erkläre, was mir neben dieser süßen kleinen Fernbedienung, die ich euch gleich nochmal näher zeige, wichtig war, ist, dass ich die Heizung auch mit einem anderen Gerät einschalten kann. Falls ich die Fernbedienung verliere oder die kaputt geht, dass ich quasi noch eine andere Möglichkeit habe, die Heizung einzuschalten. Normalerweise sollte diese Multicontrol HD auch diesen Dauerheizmodus können, dass die Heizung nicht bloß eine Stunde läuft oder zwei Stunden läuft. Das funktioniert jetzt hier noch nicht. Ich kann hier maximal eine Stunde einstellen aktuell. Das muss wahrscheinlich nochmal umprogrammiert werden. Müssen wir mal schauen. Es ist normalerweise auch sehr, sehr selten, dass man so eine Heizung länger als eine Stunde oder zwei Stunden laufen lassen möchte, weil die eigentlich nur das Kühlwasser erwärmen soll und so weiter. Bei uns soll es ja noch mit einem Backup sein und da wäre es schon nicht schlecht, wenn sie länger als eine oder zwei Stunden läuft. Warum machen die Hersteller das so? Normalerweise ist so eine Wasserheizung direkt vorne mit an der Starterbatterie angeschlossen und natürlich darf die nicht zu tief entladen werden, dass der Motor auch noch anspringen kann. Bei mir ist es anders gelöst. Wir haben die Heizung so eingebaut, dass die hinten über meine Lithium-Batterie mitläuft und damit hat die quasi unbegrenzt Strom oder mehr als ausreichend Strom zur Verfügung, um auch mal einen Tag quasi laufen zu können. Und von daher wäre das dann eigentlich schon nicht schlecht. Heute wird ja normalerweise alles irgendwie über Smartphones geregelt und so weiter. Ich wollte gerne unbedingt eine Oldschool-Fernbedienung haben. Das Schöne an der Fernbedienung ist, die funktioniert einfach nur per Funk. Ich brauche da nicht irgendwelche SIM-Karten, irgendwelche Datenvolumen und so weiter. Die hat eine Reichweite von ungefähr 2 Kilometern. Also ich habe heute früh 1,5 Kilometer erfolgreich getestet und ich kann mit der Fernbedienung verschiedene Sachen machen. Ich kann hier zum Beispiel einmal eine Heizzeit einstellen. Ich kann einfach die Innenraumtemperatur abfragen, was ich schon mal richtig cool finde. Dann sehe ich auch, wie warm es schon im Fahrzeug ist von beiden. Ja, hier kann ich quasi den Modus umschalten, lüften oder heizen und so weiter. Das ist jetzt weniger interessant. Hier kann ich die Betriebszeit einstellen. In der Fernbedienung kann ich maximal 120 Minuten einstellen. Ich habe jetzt 20 eingestellt, völlig ausreichend, um Motor und Innenraum vorzuheizen. Ja, und ich finde das Teil einfach herrlich. Wird mit einer kleinen Batteriezelle betrieben. Wie gesagt, braucht kein Datenvolumen und nichts. Und ich kann von auch relativ großer Entfernung die Heizung ein- und ausschalten. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, nochmal ganz kurz erklärt, warum ich die Heizung haben wollte. Wir wollen ja wieder eine Nordkap-Tour machen und ich wohne ja an dem Auto. Von daher wäre es schon nicht schlecht, wenn man einfach auch ein Backup hat. Jetzt eine zweite Luftheizung einzubauen, macht eigentlich wenig Sinn. Aber so eine Wasserheizung hat ja noch andere Vorteile. Ich kann, wie gesagt, einfach den Motor mit vorwärmen. Dadurch verschleißt der Motor nicht so stark, weil die Kaltstartphase wegfällt. Ich kann meine Scheiben enttauen.
und habe quasi noch ein Backup, kann damit quasi notfalls das Fahrzeug noch mit beheizen, wenn die andere mal kaputt geht. Rein, um ein Wohnmobil zu beheizen, dafür wäre so eine Wasserheizung normalerweise ungeeignet. Zumindest, wenn sie so im Fahrzeug verbaut ist, dass sie quasi den Motor mit verwärmt. Erstens mal hat man viel mehr Abwärme, weil der Motor erwärmt wird, gibt ja auch Wärme ab. Das ist Energie, die man verliert. Und man hat einen relativ hohen Stromverbrauch. Das liegt daran, dass zum Beheizen des Innenraums das normale Gebläse benutzt wird, was vor einem Armaturenbrett drin ist, was Luft durch den Wärmetauscher pustet, wodurch die Wärme dann in den Innenraum abgegeben wird. Und diese Gebläse verbrauchen meistens relativ viel Strom. Das ist nämlich beim Campen, wenn man autark steht, das größte Problem, der Stromverbrauch von der Heizung und nicht der Dieselverbrauch. Mit dem Diesel in dem Tank kann ich 2 Wochen durchheizen mit der Luftheizung, aber der Strom würde nicht 2 Wochen reichen. Und von daher ist Strom der entscheidende Faktor. Man hat ja meistens bei der Wasserheizung dann vorne das Gebläse auf Stufe 1 oder 2. Das reicht völlig zu, um den Innenraum zu erhitzen, zu erwärmen. Und auf Stufe 1 verbraucht die Heizung mit Gebläse ungefähr so 4,5 Ampere. Das ist genauso viel Strom, wie der Kompressorkühlschrank verbraucht, wenn er in Betrieb ist. Und von daher ist das eigentlich noch relativ wenig. Ich hätte ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Auf Stufe 2 ist dann schon ein bisschen mehr. Dann sind wir bei 6 Ampere, 7 Ampere. Stört mich allerdings, wie gesagt, relativ wenig, da ich ja eine Lithiumbatterie habe und die Heizung ja schön mit einer Lithiumbatterie angeschlossen ist. Und von daher ist das schon eine geile Sache. Ansonsten kann man diese Wasserheizung, das System von der Wasserheizung auch noch mit zum Lüften benutzen. Dadurch, dass die Heizung ja das Gebläse ansteuern kann, kann ich auch über meine Fernbedienung zum Beispiel sagen, dass jetzt nur das Gebläse läuft und kann somit den Innenraum quasi belüften. Ich habe ja wie gesagt die Heizung jetzt schon eine ganze Weile getestet, ein paar Tage, bin damit sehr zufrieden, habe das Ganze auch mal ein bisschen beobachtet. Es ist so, wenn man die Heizung einschaltet, dann heizt sie den Motor bis auf 80 Grad hoch und schaltet dann nicht ganz ab, sondern schaltet den Brenner ab, wenn sie die Temperatur erreicht hat. Die Wasserpumpe läuft weiter, das Gebläse läuft weiter. Man kann die gespeicherte Wärme in dem Wasser nutzen, die wird in den Innenraum geführt. Und sobald die Motortemperatur bzw. die Wassertemperatur unter 60 Grad fällt, dann tut die Heizung quasi den Brenner wieder zuschalten und erheizt das Wasser wieder bis 80 Grad und so läuft das quasi halt weiter. Das heißt, die Heizung läuft nicht durchgehend volles Rohr, selbst wenn man die zum Heizen nutzt, sondern erwärmt halt immer nur das Wasser. Wie lange der Brenner dann läuft, bis er die 80 Grad erreicht hat, ist davon abhängig, wie kalt ist es draußen, das ist klar. Und auf welcher Stufe habe ich das Gebläse eingestellt, dann ist natürlich auch mit entscheidend, wie viel Wärme entnehme ich dem Wasser durch den Wärmetauscher. Die Heizung hat ja wie gesagt 4 kW, das heißt, das ist ordentlich Power. Damit hat die den Motor ratzfatz aufgewärmt. Wie gesagt, in ungefähr 15 Minuten bei 0 Grad Außentemperatur ist der Motor auf Betriebstemperatur und auch der Innenraum vorne schön mit vorgewärmt. Das ist echt super, wirklich eine halbe Kaffeetasse voll Diesel. Also könnte stimmen, was manche Leute sagen, dass dadurch sogar der Gesamtverbrauch gesenkt wird. Das könnte man ja sagen, das ist sinnlos, den Motor mit Diesel vorzuwärmen, wenn er dann ja eh warm wird, wenn man fährt. Aber ein kalter Dieselmotor braucht viel mehr Diesel, als wenn er vorgewärmt ist oder beziehungsweise warm ist. Das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied. Ich habe es nicht irgendwie gemessen, das ist schwierig, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir mindestens bei plus minus null rauskommen und dadurch immer noch den Vorteil haben, dass der Motor verschleißfrei quasi gestartet wird, beziehungsweise nicht mehr diese Kaltstartphase hat. Und es gibt ja sogar Leute, die sagen, das würde sogar der Verbrauch dadurch ein bisschen gesenkt werden. Keine Ahnung, wie es genau ist, aber könnte ich mir schon vorstellen, weil wie gesagt, 100 Milliliter Diesel ist jetzt nicht so viel. Ja, hier sieht man jetzt auch quasi mal den Stromverbrauch. Wir sind bei ungefähr 4 Ampere. Die Heizung ist an, Lüftergebläse ist auf Stufe 1. Und das ist das Doppelte von dem, was meine Luftheizung braucht, wenn sie auf voller Leistung läuft. Wenn ich die normale Diesel-Luftheizung im Teillastbereich laufen lasse, verbraucht die nur 1,5 Amperestunden. Das heißt, ich komme dreimal so lange mit dem Strom hin, wenn ich diese Luftheizung benutze. Und da sieht man halt auch den unschlagbaren Vorteil von einer Diesel-Luftheizung, was den Stromverbrauch angeht, weil die einfach nur den Innenraum erwärmt und sonst nichts. Es geht ein bisschen Abwärme durch den Auspuff verloren. Es ist ein spezieller Lüftermotor drin, der sehr stromsparend funktioniert, im Gegensatz zu dem Lüftermotor, der vorne im Armaturenbrett ist. Und von daher ist eine Diesel-Luftheizung eigentlich das Mittel der Wahl, aus meiner Sicht, um einen Camper zu beheizen. Auch aus dem Aspekt heraus betrachtet, dass man einfach den Diesel aus dem Tank nutzen kann und keine Gasflaschen schleppen muss und so weiter. Und zusätzlich, wie gesagt, ist diese Wasserheizung eine geile Sache, um ein Backup zu haben, den Motor mit vorzuwärmen. Die Scheiben sind dann vor allem auch gleich eisfrei und falls mal was beschlagen ist, wenn man drinnen geschlafen hat, ist dann auch die ganze Feuchtigkeit gleich weg. Man muss da nicht irgendwie was freiwischen oder so. Ist schon eine geile Ergänzung. Und wie gesagt, der geilste Aspekt ist halt einfach zu wissen, ich habe ein Backup, wenn die Heizung mal kaputt geht. Wenn eine von beiden kaputt geht, kann ich mit einer anderen weiterheizen, bis die andere repariert ist. So, ich hoffe, ich habe es nicht vergessen.
Ich hoffe, das Video taugt euch was. Ihr könnt davon mal ein paar Informationen mitnehmen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, lasst euch gut gehen und bis später.